Mad Max Games Inc. presents A game by Matt, Noel, Amora, Pedro, Lena, Kevin and Friends. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Celeste, einem 2D-Plattformer, um genau zu sein, einem Indie-2D-Plattformer. Released wurde Celeste am 25.01. Und zwar Multiplattform. Ich spiele persönlich auf der Nintendo Switch, denn da hat man den Vorteil, dass man auch unterwegs spielen kann. Und es ist auch ein nettes Spiel für zwischendurch. Es ist ein Pixel-Art-Titel und es geht in dem Spiel darum, man spielt ein kleines Mädchen, das auf der Suche nach sich selbst einen Berg erklimmt. Einen Berg, der Celeste heißt. Das Spiel kostet 19,99 € und wenn ihr die Indie-Entwickler unterstützen wollt, dann holt es euch auf jeden Fall. Wenn ihr Pixel Art mögt, ist das auf jeden Fall ein Spiel für euch. Es hat einen super harmonischen Soundtrack, der geht ins Ohr. Und dank des Soundtracks macht es noch mehr Bock, das Game zu spielen. Wovor ich euch aber warnen muss, ist, es ist verdammt schwer. Es ist verdammt herausfordernd. Es bietet zwar einen Hilfemodus, aber wer das Spiel ohne den Hilfemodus schaffen will, der muss echt, ja, da ist so viel Timing gefragt, das ist unglaublich. Ihr werdet das alles sehen. Vielleicht habt ihr sogar bei mir in den Livestream reingeguckt. Da habe ich das Spiel schon einmal angespielt. Aber für das Let's Play werde ich es natürlich von vorne beginnen. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, das Spiel zu starten. Beziehungsweise ein Let's Play zu starten. Ich habe nämlich beim ersten Mal übersehen, dass das Spiel in 60 Frames per Second läuft und ich habe in 30 aufgenommen. Und damit es qualitativ hochwertig ist, nehme ich es einfach nochmal auf. Zwar habe ich dann das erste Level schon einmal gespielt und auch die B-Seite des ersten Levels, aber vielleicht schaffe ich es bei diesem Durchlauf schneller und spätestens ab dem zweiten Level ist es dann wieder blind. Ich habe echt in der ersten... Der erste Spielstand ist der Spielstand vom Livestream. Haben wir circa eine Stunde und 30 Minuten, glaube ich, Livestream gespielt, ein Level. Und das war die Aufnahme, ja, von dem gestarteten Let's Play. Dass ich jetzt aber nochmal von vorne beginne. Das kleine Mädchen heißt Madeline und wir werden den Namen beibehalten. Hilfemodus lassen wir natürlich aus. Ich möchte es aus eigener Kraft schaffen. So, Madeline. Atme einfach. Warum bist du so nervös? Es hat sich so angehört, als wäre sie aus einem Auto ausgestiegen. Ja, Pixel Art. Und gleich das erste gelernt. Im Livestream wurde ich von dem Ding einfach direkt erstmal zermatscht. Zum Klettern, also an der Wand festhalten, die rechte, oder kann man auch die linke? Die rechte oder linke Schultertaste benutzen. Und einfach hier nochmal rüber. Warum? Okay. So. Oh. Und dann einfach hier hoch. So, da sind wir schon. Beim Haus der alten Dame. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Das Schild da vorne ist kaputt. Ist das hier der Pfad? Du bist fast da.
Du musst nur noch über die Brücke. Übrigens sollten Sie mal jemanden wegen Ihrer Auffahrt kommen lassen. Die Kante ist eingestürzt und ich wäre fast draufgegangen. Wenn dich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht hat, könnte der Berg eine Nummer zu groß für dich sein. Nun, wenn so eine alte Schrolle wie Sie hier draußen überleben kann, schaffe ich das ja wohl allemal. Wie du willst. Du solltest aber wissen, dass der Celestberg ein seltsamer Ort ist. Du könntest Dinge sehen. Dinge, auf die du nicht vorbereitet bist. Sie sollten sich Hilfe suchen, werte Dame. Ha, 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 und da lacht sie. Da lacht sie uns aus, denn sie weiß ganz genau, wie schwer der Aufstieg sein wird. Und wie schwer, das seht ihr jetzt. Und jetzt lernen wir gleich die nächste Funktion. Und zwar sprinten. Ich werde wahrscheinlich im Let's Play einfach Dash sagen. Denn die meisten kennen sowas. In einen Sprung in der Luft. Du schaffst das. Ein Sprung in der Luft nennt man ja meistens Dash. So, das ist das erste Level. Die verlassene Stadt. Um eine Pause zu machen, wähle im Pausenmenü jederzeit Speichern und Beenden. Du setzt das Spiel dann später am selben Punkt fort. Das heißt, Fortschritte gehen nicht verloren. Das ist ganz praktisch. Man kann, ich glaube, sogar mitten im Level wieder starten. So, da ist schon mal nichts. Was ich jetzt natürlich versuche ist, möglichst viele Herzen in dem Durchlauf zu bekommen. Ich spiele das Level jetzt im Endeffekt nicht Herzen, Erdbeeren. Ich spiele das Level jetzt im Endeffekt das, keine Ahnung, vierte oder fünfte Mal. Da könnte ich natürlich jetzt versuchen, möglichst viele Erdbeeren zu bekommen. Und wenn ihr dann die Folge seht oder hier mal reinschaut, dann seht ihr die Orte, wo es die Erdbeeren gibt. So. Noch ist alles einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nein. Komm, jetzt so, zack. Und dann... Ja, erwischt. Bei den Erdbeeren mit Flügeln müsst ihr aufpassen. Sobald ihr euch dem nähert, dann fliegen die weg. Dann könnt ihr die nicht mehr einsammeln. So. Und jetzt sieht man schon, es gibt alternative Routen. Wir gehen jetzt natürlich erstmal nach links. Zeig euch erstmal hier. Ich glaube, hier oben gibt es nichts. Das ist eine Sackgasse. Und jetzt habe ich schon den ersten Tod. Leider. Wäre auch zu krass gewesen. Das komplett ohne Tod zu schaffen. So, und jetzt müssen wir zuerst... Oh, nee. Das kriege ich nicht hin. So, schon besser. Wir müssen genau in dem Moment, in dem die Plattform anhält... Oh. Moment mal. Oh, nice. Ah, nee. Wir müssen hier lang. Sehr gut. Oh, oh, nee, das war schlecht. Wir müssen so... Nein! Oh. Na, so geht's auch. So, jetzt müssen wir nach oben. Wir haben jetzt schon einige Erdbeeren gefunden.
Ich würde gerne mal... Optionen? Nein. Leider kann man während des Levels nicht einblicken, wie viel Erdbeeren man schon bekommen hat. Also heißt es erkunden, erkunden, erkunden. Da seht ihr schon den ersten grünen Kristall. Die sorgen dafür, dass wenn ihr in der Luft den einsammelt, dann wird der Dash wieder aufgeladen. Das heißt, ihr könnt einen Dash einsetzen und nachdem ihr den Kristall eingesammelt habt, gleich noch einen. Okay, mit dem sprechen wir gleich. Wir gehen erstmal nach oben. So, hier ist ein Trampolin, das ist aber eine Falle. Wenn ihr da rauf geht, dann landet ihr direkt in den Stachel. So, jetzt müssen wir Skill rausholen. Ja, jetzt habe ich den Dash gar nicht gebraucht. Okay, gut. So. Na, dann können wir ja mit dem Kerl hier sprechen. Hallöchen, Weggefährtin. Oh, hi. Was für eine Wahnsinnsnacht zum Wandern. Ja. Dieser Ort ist hier schon echt verrückt. Kann kaum glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Nicht der leichteste Aufstieg, was? Aber ich denke mal, genau das, was ich gesucht habe. Wow, das klingt ziemlich ernst. Ich freue mich einfach, an so einem einsamen Ort einem anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ich bin übrigens Theo, ein Abenteurer aus fernen Landen. Redest wohl nicht gerne, was? Mysteriöser, einsamer Wolfstyp, ich verstehe schon. Hast bestimmt eine dunkle Hintergrundgeschichte. Nichtsdestotrotz können wir ihn weiterhin ansprechen. Das ist eins der Dinge, die ich an dem Spiel mag. Also, ich habe bis jetzt noch nicht viel vom Spiel gesehen, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass man anfangen kann, mit einer Person zu sprechen und dann mittendrin Pause und man ist nicht dazu gezwungen, den Dialog bis zum Ende zu führen. Aber genau das werden wir machen, denn wir wollen die Story dieses kleinen Pixel-Art-Spiels erleben. Hey, tut mir leid, ich bin Madeline. Ich bin tierisch am Grübeln. Nun, Madeline, ich würde sagen, du bist am richtigen Ort. Mir frieren die Zehen ab, aber ich kann mir keinen besseren für die stille innere Einkehr vorstellen. Ja, vielleicht hast du recht. Aus welchen fernen Landen kommst du denn? Nun, meine neugierige Landsfrau, ich entstamme dem mystischen, exotischen Königreich von Seattle. Scheint ein besonderes Fleckchen zu sein. Echt jetzt, Seattle? Ich finde das super mysteriös, super geheimnisvoll. Seattle! Aber hallo, ein ganz schön verwildertes. Warum wohl eine ganze Stadt verlassen wurde? Ich habe gelesen, dass irgend so ein Megakonzern damit begonnen hat, sie zu bauen, dann aber keiner hier leben wollte. Ich frag mich, warum. Ich setze auf eine Vertuschung seitens der Regierung. Was für eine Verschwendung, das alles einfach so hier hinzubauen. Zumindest genießen wir die Überreste. Ja, die Überreste eines... Keine Ahnung, im Hintergrund sieht man ja leicht die Wolkenkratzer, ein paar Fenster. Das sieht so aus, als wäre eine Stadt megamäßig hochgebaut worden. An einen Berg eventuell. Oder der Berg ist auf der Stelle. Keine Ahnung. Wir sprechen ihn noch einmal an. Bist du hier, um diese Stadt zu erkunden?
Ja, ich stehe auf verlassene Orte. Und ich betrachte mich gern als angehenden Fotografen. Ach echt? Cool. Hast du einen Blog oder sowas? Einen Blog? Madeline, heutzutage sind doch alle auf Instapics. Ja, auf jeden Fall eine geile Anspielung auf Instagram. Mal keine Ahnung, ob die dafür was abgezwackt haben, dass das so im Spiel erwähnt wurde. Ich bin Theo Understars, besuch mich mal. Dieses Gelände ist ziemlich unwegsam. Kehrst du bald um? Nee, ich bin auf dem Weg zum Gipfel. Ich kann die Entschlossenheit voll in deinen Augen sehen. Wie inspirierend. Wenn du meinst. Ich wette, du könntest es glatt bis zum Gipfel schaffen. Mag sein. Ich brenne nicht wirklich darauf, den Gipfel zu erreichen, wenn ich ehrlich bin. Oh, aber ich habe gehört, dass es außerhalb der Stadt ein paar coole alte Ruinen gibt. So um die 1800 cool. Ich weiß, dass es riskant ist, aber ich muss sie einfach sehen. Das war... Also die 1800 cool, ich weiß nicht. Ich glaube, das war so sein Maßstab, wie cool die Ruinen sind. Und ich glaube, das war so ein kleiner Hinweis darauf, dass wir ihn dort ein weiteres Mal begegnen werden. Was sagt man immer, bevor man etwas Unverantwortliches tut? Alle Bedenken über Bord werfen? Nee, das nicht. Ach ja. Man lebt nur einmal. YOLO. You only live once. Oh, das war's. Mehr können wir jetzt erstmal nicht mit ihm sprechen. Dann gehen wir einfach mal weiter. So, da oben waren wir ja. Genau, da oben waren wir. Also wieder zurück. So, jetzt gibt es natürlich zwei Wege. Entweder wir nehmen die Kugel da, aber ich glaube, die Kugel ist eher für den Rückweg, weil man kommt ohne Probleme. Ja, ich guck, ob ich was finde. So, da haben wir die nächste Erdbeere. Ich gucke die ganze Zeit, ob ich was finde. Es gibt in diesem Level 20 Erdbeeren zu sammeln. Aber so einfach ist das gar nicht. Hier denke ich die ganze Zeit, dass hier irgendwas sein muss, aber das ist irgendwie nur eine verlassene Hütte. So, seht ihr da oben das Schild? Das habe ich glaube, im Stream. Und auch in meinem ersten Aufnahmeversuch komplett ignoriert. Oh, Mist. Das war Fail. Ja, geschafft. Hier ist nämlich, das ist der Hinweis darauf, dass es einen versteckten Weg hier gibt. So, jetzt können wir erstmal hier gucken. Da geht es natürlich wieder runter. Das heißt... Sollten müssen so. Oh Mist. Ach so. Okay, funktioniert. Gar kein Problem. Sehr. Nein, nein. So. Da oben kommen wir zurück. Das heißt, wir müssen hier lang. Einwandfrei. Oh, hier ist eine Antenne. Was sendet die denn? Was sendet diese Antenne?
Vor allen Dingen, was machen die Vögel denn? Hä, was machen die da? Ist ja witzig. Weiß, lila, rot, lila, gelb. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man damit anfangen können soll. Aber wir können jetzt auf jeden Fall zurückgehen. Ich hoffe, dass da sich jetzt kein Rätsel versteckt hat. Sonst hätten wir jetzt auf jeden Fall eine Erdbeere ausgelassen. So, hier können wir nochmal lang. Das Witzige ist, hier können wir auch total easy. Oh, das war ein bisschen zu fail. Nein, nicht zurück, sondern nochmal hoch. Nein, Mann. So. Kriegst ja Schleudertrauma. So, nochmal hier. Komm, komm. Nein. Madeline, das schaffst du doch. Hier. Ja, nice. So, und jetzt müssen wir mal gucken. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt da und hopp. Nice. So. Wie geht's hier lang? Ich glaube so. Und dann so. Und dann so, so und hoch. Sehr geil. Dann hier festhalten. Warten, bis er anhält. Oh, nice. Also man merkt schon, je öfter man die Level gespielt hat, desto einfacher wird es. Oh. Hier muss man echt vom Timing her achten, dass man den Dash nicht zu früh und auch nicht zu spät einsetzt. Wenn man den zu früh einsetzt, kommt man nicht hoch genug. Wenn man den zu spät einsetzt, dann dasht man direkt in die Stacheln rein. Sehr gut. So mögen wir das. So, jetzt muss ich natürlich... Oh, Mist. Nochmal. Nein! Oh, Mist. Hätte ich jetzt genug Ausdauer gehabt, dann hätte ich es geschafft, aber... Das war leider nicht mehr drin. Oh, nee. Das war auch... falsch. Ich muss... Wie muss ich das denn überhaupt machen? Nee, so komme ich gar nicht. Geht doch. So geht's. Nice. So, jetzt muss ich... Oh nee, das war falsch. Ich muss mich festhalten. Oh nein. Sehr nice. Und dann hoch. Und jetzt einmal hier rüber. Okay. So, und jetzt. Zack. Nein. Es war zu weit. Augenmaß. Nein. Lalala. So. Jetzt einfach hier rüber. Und darüber. Und da oben gibt es nichts. Ah, geschafft. So, ganz gechillt.
So, und jetzt hier. Okay, hier. Da gibt's die B-Note. Geschafft. Wie gesagt, also ich glaube spätestens mit der B-Seite und spätestens wenn es dann an die nächsten Level geht, könnt ihr euch köstlich über meine Fails amüsieren. Glaubt mir, ich schaffe das gerade nur so gut, weil ich das Level schon öfters gespielt habe. Okay. Weiter. Und ich wette mit euch, auch wenn ich so viel schon geschafft habe jetzt, ist das noch längst nicht alles. Ah, nee. Wir müssen zuerst da lang. Es geht oben weiter. Wir müssen diese Erdbeere hier erreichen. Nein, wir haben die nicht bekommen. Verdammt. Und wieder nicht. Ja, wenn wir die nicht bekommen, dann müssen wir uns fallen lassen. Oh nö. Jetzt hätten wir sie fast. Das war auch knapp. Ja, sehr gut. So gefällt mir das. Dann können wir weitermachen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Nein! So, und jetzt. Hier lang. Ich weiß echt nicht, ob wir jetzt Erdbeeren vergessen haben. Nein! So, komm, komm, komm. So, hier lang. Nee, da ist, ich glaube, nichts. Ich glaube, irgendwo war an der Decke. Hm. Ja, keine. Nee. Wir haben auf jeden Fall irgendwo Erdbeeren vergessen. Celesteberg. Dieses Denkmal ist jenen gewidmet, die beim Aufstieg ihr Leben gelassen haben. Und ich bin jetzt gespannt, wie viel Tode wir hatten. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, könnt ihr mal gerne jetzt einen Kommentar schreiben und schätzen, wie oft ich gestorben bin. Und schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie viel ihr schätzt. Also ich gebe mal eine Schätzung ab. Sagen wir mal, ich war gut dabei. Sagen wir 10. 10 Tode. Puh, ich bin Matsch. Und da machen wir das Lagerfeuer an. Und ein Rabe auf unserem Kopf. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Aber warum? Warum könnte das ein Fehler gewesen sein? Und damit hätten wir das erste Kapitel abgeschlossen. Uns fehlen gerade mal, oh, 15 Tode, okay. Und die B-Seite freigeschaltet. Aber 17 von 20 Erdbeeren ist auf jeden Fall schon mal eine super Bilanz. Wir haben jetzt auch Einsicht in das Tagebuch von Madeline. Aber es ist nicht wirklich ein Tagebuch, sondern eher, um, naja, seine Leistungen vergleichen zu können. Wir haben das Ziel erreicht in der verlassenen Stadt. Wir haben die B-Seite
kommen. Und es gibt anscheinend noch eine dritte Sache. Vielleicht bekommt man etwas durch das Einsammeln aller Erdbeeren? Ich weiß es nicht. Oder ist das Herz gemeint? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir 22 Minuten gebraucht. Wenn man nicht alle Erdbeeren einsammelt, sondern einfach nur durchs Level rusht, kann man das unter 5 Minuten schaffen. Nur mal so zur Info. 15 Tode. In der nächsten Folge machen wir uns an die B-Seite. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu lange dafür, denn die wird mega, mega schwer. Und an dieser Stelle frage ich euch mal, hättet ihr das gerne, dass ich, egal wie lange ich für ein Level brauche, pro Level eine Folge mache? Oder wenn ein Level, sagen wir mal, eine Stunde dauert oder anderthalb Stunden, möchtet ihr, dass ich dann das auf zwei Folgen zum Beispiel aufteile? Und dann gibt es 100% Stellen, an denen ich sehr, sehr, sehr oft failen werde. Wir können das so einführen, dass ihr jedes Mal schätzt, wie oft ich in diesem Level gestorben bin und ich dann das ungeschnitten lasse. Oder an Stellen, die ich wirklich total schwer nur schaffe, dass ich dann die Tode entweder rausschneide oder in Zeitraffer setze. Darüber könnt ihr gerne mitentscheiden. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich gucke mir das dann mal an. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die B-Seite spielen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Spiel geil findet, dann kauft es euch. Das kostet nur 20 Euro. Und ihr würdet die Indie-Entwickler damit unterstützen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonnieren nicht vergessen. Wäre nice, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, was ich schon vor 2 Minuten gesagt habe. Danke fürs Dabeisein. Ciao.